Eine kleine Information vorweg, in jedem zweiten Video von diesem Let's Play werde ich an irgendeiner beliebigen Zeitstelle ein Buchstaben oder eine Zahl sagen und der Erste, der mir diese unterm letzten Video vom Let's Play runterschreibt in der richtigen Reihenfolge, gewinnt eine Paysafe-Karte im Wert von 15 Euro. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ein gestrahltes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biomutant auf meinem Kanal. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Wir können, wenn wir bei der Karte sind, auf Tagebuch klicken, wo wir unsere Quests sehen, auf Stämme klicken, auf Arche klicken und so und auch auf Transportmittel und wir können hier alle Zniegen auswählen, also auch unsere erste Azur-Zniege. Wir brauchen für diese Tür, wo wir nicht durchgekommen sind, brauchen wir unseren Mute. Und damit können wir jetzt ein Seil spannen und die Tür aufreißen. Und jetzt können wir zum Boss. Mal gucken, wie stark er wird. Ich habe die coole neue Feuerwaffe auf dem Rücken, die ich auch nochmal ein bisschen stärker gemacht habe. Da oben ist er. Los geht's. Schönes freies Gelände für den Kampf. Mal gucken, wie schwer der wird. Der sieht ja eigentlich fast genauso aus wie unser Reittier. Der Hufschnauber. Wenn wir unser Reittier schon haben, dann sollten wir es auch nicht verlassen. Und... Au, hä? Wie soll man ausweichen? Jetzt, wir können ihm Schaden machen. Ah ja. Ich weiß nicht, wie man ihm ausweichen soll. Wir können jetzt wieder so komische Blasen an seinen Knöcheln zerstören. Renn, 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 renn. Ich weiß nicht, wie man dem ausweichen soll. Weg, erstmal weg. Weg ist eine gute Idee, denke ich mal. Nee, aber ich weiß nicht, wie soll man dem ausweichen. Ich weiß es einfach nicht. Oh, wir haben wahrscheinlich irgendwie da was getroffen. Hä, wir können irgendwas ziehen. Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, wir haben irgendwie einen Balken auf ihn draufgezogen, was ihn zu Boden geworfen hat. Jetzt sitzen wir in ihm drinne und machen ihm guten Schaden. Aber wir machen ihm insgesamt wirklich sehr wenig Schaden. Okay, wir haben schon wieder irgendwas bei ihm zerstört. Jetzt. Jetzt können wir ihm einen Zahn rausreißen. Das ist ja lustig. So, weiter geht's. Genau. Wir können... Ah, jetzt war er blöd. Wir werden die ganze Zeit von ihm angegriffen. Genau. Jetzt haben wir gerade nämlich diese Roboterheilung benutzt. Reiten, reiten, reiten. Schon wieder irgendein Pickel geplatzt. Ey, ich verstehe wirklich nicht, wie wir das hier alles machen sollen. Wir reißen ihm am besten noch einen Zahn raus. Schon zwei raus. Au. Der Zahn hat uns erwischt. Schön auf Reichweite immer. Wieder einen Pickel. Noch einen Pickel. Jetzt können wir sein Bein greifen. Können wir ihn jetzt umziehen? Oh Gott, was passiert hier jetzt? Können wir ihm noch einen Zahn ziehen? Scheinbar nicht. Ich werde ihn erstmal weiter beschießen. Okay, er hat sich wieder auf die Beine gerappelt, aufgerappelt. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir starten vom letzten Kontrollpunkt und versuchen ihn nochmal. Ich sehe schon, das wird wieder einer der schwereren Bosskämpfe. Fall um. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben ihn einmal getroffen. Jetzt reinballern. Jetzt alles reinballern, was wir hier haben. Eine Warze zerstört. Noch eine Warze zerstört. Nachladen. Aufpassen, aufpassen, weg, 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 weg. Da ist noch eine Warze. Yeah. Oh, alt, alt. Okay, anscheinend kann man mit dem Pferd auch irgendwie ausweichen. Ich weiß es nicht. Mit der Zniege ist es ja gar kein Pferd. Ich weiß aber noch nicht, was wir jetzt machen können. Wir haben wahrscheinlich wieder irgendwas Wichtiges. Mund, Zahn rausziehen und weg ist er. Au. Jedes Mal erwischen wir uns auch selbst mit diesem Zahn. Das ist nicht schön. Weg! Wir haben es überlebt. Wir haben keinen Schaden bekommen.
Ey, und jetzt macht er wieder seine richtig komischen Tricks. Wieder irgendeine Blase getroffen. Ich weiß immer nicht genau, wie viele wir davon treffen müssen, bis wir ihm Zahn ziehen können. Ich glaube 4, weil er ja auch 4 Beine hat. Dann müssten wir nochmal hinten rangehen. Immer Alt drücken, dann weichen wir immer auch fast immer aus. So, kurz nochmal heilen. Au. Okay, wir müssen erstmal wieder weg. Wir müssen erstmal wieder ein wenig Abstand nehmen. Warum greift unser kleiner Roboter jetzt eigentlich gerade nicht an? Okay, wir können ihm einen Zahn ziehen. Und das ist ein wichtiger Zahn, denn jetzt hat er keine Zähne mehr. Wichtig, okay. Ich frage mich, kann er uns jetzt... Okay, er kann uns einfach immer noch überrumpeln. Habe ich halt gedrückt, scheinbar schon. Er kann uns natürlich immer noch richtig einfach überrumpeln. Aber er kann uns zumindest nicht mehr beißen. Das ist doch auch schon was. Aber was bringt uns das jetzt? So viel Schaden hat es jetzt auch nicht gemacht und wir müssen ihm noch wirklich sehr, sehr viel Schaden machen. Oh, wir sind wieder irgendwie in ihm drin. Ja. Nochmal kurz gut Schaden. Okay, er hat gerade nach uns geschnappt. Hätte er Zähne gehabt, hätte er uns vielleicht gefressen. Warum haben wir gerade so? Pass auf, ich werde das Entzündungsmodul aktivieren. Jetzt werden wir ihm Feuerschaden machen. Hoffen wir mal, dass wir ihm Feuerschaden machen werden. Erstmal haben wir ihm einen Pickel weggeschossen. Rennt, mein Freund. Oh, noch einen weggeschossen. Jetzt können wir ihm wieder Schaden machen. Ja, da ist nochmal ein Pickel. Komm, der muss weg. Oh, da haben wir wieder einen erwischt. Plopp hat's gemacht. Oh, wir müssen versuchen, auch hinter ihm zu bleiben. Das ist gut, weil dann kann er uns nicht so einfach mit seinen Klauen erwischen. Aber er dreht sich auch schon. Was sollen wir da machen? Er wird uns jetzt die ganze Zeit... Okay, warte. Ich habe eine Idee. Wo haben wir einen Laternenpfahl? Ich versuche, einen Laternenpfahl wieder auf ihn drauf zu ziehen. Aber scheinbar haben wir gar keinen mehr. Es gab anscheinend... Doch, da hinten. Da hinten ist einer. Oh, nochmal. Eine wichtige Blase geplatzt. Das hat ihm wehgetan. Weiter. Weg, weg, weg. Okay, die Folge geht jetzt hier wirklich so lang, bis ich ihn besiegt habe. So, Laternenpfahl. Zieh, 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 zieh. Zieh! Nein, eine Millisekunde. Jetzt aber. Zieh, 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 zieh. Wir können es nicht machen. Heilen. Jetzt zieh, 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 zieh. Ziehen, 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 ziehen. Und ja. Oh, knapp. Aber jetzt sollten keine Laternenpfähle mehr existieren. Oh, jetzt Beine. Wir können die Beine wieder ziehen. Komm und zusammen. Wichtig. Er liegt. Absteigen kann ich leider nicht. Ich kann auch nicht meine Nahkampfwaffe verwenden. Was sehr unvorteilhaft ist. Denn mit der würde ich höchstwahrscheinlich viel mehr Schaden anrichten. Okay, wir haben alle Blasen von ihm einmal geplatzt. Jetzt ist er in der nächsten Stufe. Wir haben aber auch nicht mehr viel Heilung. Hoffentlich ist die einfacher. Jetzt hat er plötzlich einen Federstachelschwanz. Ja, genau. Das ist doch sympathisch. Jetzt können wir Glitzermotten verschießen. Ah, jetzt hätten wir uns beeilen müssen. Nochmal. Glitzermotte. Glitzermotte. Die greift ihn an. Die lenken ihn richtig gut ab. Jetzt. Alter Pickel. Oh, jetzt. Ziehen. Ziehen. Und. Okay. Da fliegt er wieder zu Boden und wir können angreifen. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen ihm Leben runterziehen. Sonst haben wir ja wirklich keine Chance. So, nochmal einen Pickel aufplatzen. Scheinbar nicht. Okay. Wir wollen weg. Oh, 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 oh. Oh, da haben wir nochmal einen getroffen. Sehr gut. Das hat seinen Angriff zurückgesetzt. Ah, da hat er nochmal eine Sturmattacke gemacht. Komm, Glitzermotte. Komm, die müssen ihn doch irgendwie ablenken. Ich glaube, ein bisschen lenken sie ihn ab tatsächlich. Nochmal volle Glitzermotten-Power. Wir machen ihm wirklich viel zu wenig Schaden. Unsere Fernkampfwaffe ist zu schlecht. Können wir hier eine andere auswählen? Was haben wir denn hier? Ach,
Das ist die. Nee, das ist die. Ach so, ja, das ist die krasse. Dafür brauchen wir natürlich eine Dings, eine höhere. Da können wir mit unserer Schrotflinte drauf schießen. Ah ja, natürlich. Das macht jetzt gerade keinen Schaden. Jetzt Glitzermotte. Zu spät. Doch, hat gepasst. Zusammenbinden. Komm. Komm und wumm. Das Radioaktivitätslevel von ihm steigt. Ach man, ich muss nachladen. Das kann doch nicht sein, wir müssen ihn verstrahlen. Los, verstrahlen. Ja, wir haben ihn verstrahlt einmal. Ich weiß nicht, hat es extra Leben gebracht? Okay, ich glaube, die Waffe macht ein bisschen mehr Schaden. Die werde ich jetzt primär benutzen. Oh, halt. Ausweichen kurz nochmal. Können wir... Wir können uns nochmal mit dem Roboter heilen. Das ist gut. Ah, jetzt müssen wir wieder nachladen. Also die Waffe muss wirklich sehr lange nachladen. Au! Na, sag mal, spinnste! So, wir müssen weg. Der macht wieder seine komischen Attacken. Haben wir noch irgendwo einen Laternenpfahl? Oh, oh, oh. Jetzt, Glitzermotte. Hat's gewirkt? Glitzermotte. Die hat gewirkt. Jetzt hin. Ziel. Und. Geschafft. Jetzt haben wir nochmal radioaktiv verstrahlt hier. Renn. Okay, wir haben wieder einen Pickel geplatzt. Das hat richtig gut Schaden gemacht. Okay, jetzt müssen wir weg. Und am besten immer weiter draufballern. Selbst wenn nur ein Schuss trifft, macht er eigentlich schon sogar recht gut Schaden. Wir hauen nochmal Glitzermotten drauf, einfach weil wir es können. Oh, oh, und er ist schon wieder sehr dicht an uns dran. Wir müssen weiter reiten, es hilft nichts. Dann können wir uns wieder heilen in 1 Minute 44. Es trifft aber einiges. Also wir machen ihm immer durchgängig schön Schaden. Dann nochmal Glitzermotten, auch wenn ich bezweifle, dass die überhaupt irgendetwas machen. Okay, er haut wieder Stacheln. Jetzt gleich brauchen wir. Jetzt Glitzermotten. Ich glaube, es hat nicht gewirkt. Jetzt. Es hat nichts. Doch, jetzt. Okay. Jetzt zusammenbinden. Und dann können wir ihm wieder richtig gut Schaden machen. Und wumm. Oh, da ist er. Und unten. Jetzt. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Alt. Oh, da haben wir nochmal einen Pickel geplatzt, als er gehauen hat. Das Radioaktivitätslevel bei ihm steigt ins Unermessliche. Gut, gleich haben wir seine zweite Phase weg. Alt. Au, das hat Schaden gemacht. Noch 44 Sekunden brauchen wir. Ich heile mich jetzt. Ich heile mich jetzt. Ich heile mich jetzt. Richtig jetzt. Okay. Weg. Reiten, reiten, reiten. Glitzermotten nochmal, einfach zur Ablenkung, auch wenn ich bezweifle, dass es was bringt. Gut. Weiter drauf schießen. Gleich haben wir seine nächste Phase abgeschlossen. Oh, oh. Komm, nimm das. Ich glaube wirklich, dass die Glitzermotten etwas bewirken. Ja, zweite Phase geschafft. Jetzt spuckt er Säure. Wer hätte es gedacht? Okay, hoho. Glitzermotten? Ja, hab's geschafft. Jetzt hin. Komm. Roboterinjektion aufgefüllt. Das ist gut, dann jetzt können wir uns gleich heilen. Boom. Heilen. Gut, nochmal kurz schnell. Achso, wir hätten uns nicht heilen müssen. Nein, verschwendet. Richtig verschwendet. Ich guck mal, was wir noch schnell für Schusswaffen haben. Wir haben noch den Bumerang. Ob der so das passende Werkzeug für diesen Kampf ist, das bezweifle ich. Oh, diese Knarre hier könnte gut sein, weil die sehr zielsicher ist. Ja,
Diese Waffe ist es. Die Waffe ist es. Die trifft sehr oft seine Pickel. Und das tut ihm dann richtig weh. So, guck mal. Wir können einfach den Pickel anvisieren und dann schießen. Ah, okay. Da hat er sich jetzt kurz gedreht. Wir müssen einfach mehr treffen. Er dreht sich hier wirklich. Okay, jetzt können wir gleich wieder Glitzermotten schießen. Glitzermotte. Gut, hat's gebracht und ziehen. Ziehen, 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 ziehen. Okay, geschafft. Jetzt wieder weiter. Oh, da gleich sogar noch ein Pickel in der Animation drin getroffen. Weiter, weiter. Wo sind seine Pickel? Ich kann die, glaube ich, so nicht treffen. Da sind sie wieder. Weiter drauf, weiter drauf. Wir machen eigentlich sogar recht gut soliden Schaden. Wir haben schon wieder gute Leben abgezogen. Oh, oh. Da kommt nochmal Gift. Ah, wir dürfen auch nicht ins Gift reinreiten. Das wäre sehr suboptimal. Gleich haben wir wieder einen Pickel geplatzt. Okay, er macht seine Kratzattacke. Da müssen wir kurz ausweichen. Alt, 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 alt. Ah, ich bin rausgetappt. Ich bin rausgetappt. Ah! Oh Gott, das sollte mir nicht nochmal passieren. Schusswaffe. Die könnte auch gut sein. Die hat eine hohe Reichweite. Oder was haben wir noch? Peng, peng, Boss. Das sollte auch gut sein. Hoffen wir mal, dass es auf die Reichweite trifft. Au! Haben wir unseren Roboter in 48 Sekunden erst. Oh, jetzt aber. Motte hat's nicht gebracht. Jetzt, Motte. Hat gezählt. Nochmal ein Pickel dabei geplatzt. Sehr gut. Weil er gerade gut abgelenkt war. Jetzt noch ein. Guter Schaden, guter Schaden. Nee, die Waffe mag ich nicht. Diesen Greifhaken. Den benutze ich lieber nicht. So. Da ist doch sein Pickel, schießt doch drauf. Platz ihn. Er hat so viel Schaden. Au. 10 Sekunden. 10 Sekunden, da können wir uns heilen. Noch 10 Sekunden durchhalten. Gleich geschafft. Oh mein Gott, wir haben so wenig Leben. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir haben uns doch geheilt. Weg, 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 weg. Oh Gott. Das war knapp. Okay, weiterschießen. Ich benutze mal wieder das hier. Rennen. Au. Die Stacheln haben uns... Nein. Bei welcher Phase haben wir ihn jetzt? Bei welcher Phase wurde jetzt gespeichert, sozusagen? Okay. Es ist nicht eine allzu entfernte Phase. Wir können es nochmal schaffen. Okay. Ich dachte, wir müssen von vorne anfangen. Das wäre richtig schlimm gewesen. Aber nein, sie geben uns nochmal eine reelle Chance und wir dürfen es von hier aus versuchen. Der Laternenfall ist wieder da. Oh, nochmal eine Blase getroffen. Halt. Noch eine. Jetzt ziehen wir das Ding noch. Komm, 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 komm. Er hat nicht getroffen. Ja! Nochmal eine Blase dabei. Zermalmt irgendwie. Keine Ahnung. Oh, wir sind wieder innen drin. Oh, oh. Raus. Ah. Wir müssen uns wirklich immer vor seinem Schwanz in Ordnung, in Achtung nehmen. Jetzt weg. Dagegen war ja dieses Unterwasser-Ding nichts. Jetzt! Nochmal! Boom! Nochmal eine Blase. Nochmal eine Blase. Nochmal das Bein. Okay. Da ist er. Da ist er am Boden und wir können nochmal ordentlich draufhauen. Okay, wo befindet sich der nächste Pfahl? Den wir auf ihn drauf schmettern können.
Okay, wir können nochmal wieder hin, weil wir haben ihn nochmal getroffen mit einer Glitzermotte. Jetzt. Es ist mal auf eine große Entfernung diesmal. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Oh, es ist ein anstrengender Kampf. Jetzt fliegender Wechsel auf die Schrotflinte. Und zurück. Immer wenn wir ihn jetzt unten haben, direkt auf die Schrotflinte wechseln. Eigentlich wäre es sogar gut, wenn er jetzt weniger seine Laufattacken macht, sondern eher wieder seine Stachelattacke. Weil dann könnten wir ihn nochmal runterziehen. Das wäre wirklich optimaler. Jetzt. Nee. Ich dachte, oh, nochmal ein Pickel getroffen. Ich hab's gehört, dieses Plop. Komm, mach doch deine Stachelattacke. Das Roboterinjektion aufgefüllt. Da, Stachelattacke. Wichtig. Da kommt unsere Glitzermotte. Wir machen gleich dann den fliegenden Wechsel auf unsere Pumpgun und ranziehen. Pumpgun. Jetzt ran. Alles treffen. Alles muss Headshot treffen. Nein, sie waren noch nicht nachgeladen. Wir hätten sie nach dem letzten Mal nach... Okay, ich lasse sie jetzt nachgeladen. So, nachgeladen ist sie. Und jetzt benutzen wir so lange die andere Waffe. Okay, das hätte ich beachten müssen. Hätten wir ihn vielleicht fast gekriegt. Weg, 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 weg. Oh Gott, er hält immer so ganz knapp vor mir an. Reiten, reiten, reiten. Wenn er das nächste Mal fällt, haben wir ihn. Weiter schießen immer. Nochmal ausweichen. Gut, er spuckt nochmal Gift auf uns. Das sollte uns jetzt aber egal sein. Okay. Er macht seine Attacke. 2, 3. Und Glitzermotte. Wechsel auf die Pumpgun. Ist sie nachgeladen? Ja, sie ist. Okay, wir können sie ranziehen. Oder ihn. Nicht sie. Aber man weiß es eigentlich nicht. Es ist ein Monster. Gut. Hubschnauber liegt. Geschafft. Geschafft! Wir haben das Monster bezwungen. Den letzten Weltenfresser. Was? Das war der letzte von ihnen. Das Schicksal des Stammes und des Baumes ist besiegelt. Es wird Zeit für das große Finale. Dein Schicksal erwartet dich. Folge ihm zurück bis Steinalt. Er hat nie jemandem verraten, was als nächstes passiert. Doch du spielst ganz sicher eine Rolle dabei. Was auch passiert, bleib dir selbst treu und respektiere die anderen. Du bist nun der Stolz und das Leitbild des Stamms. Es ist Zeit, ein letztes Mal zum Baum zurückzukehren. Der Baum des Lebens. Okay. Weil die Folge sowieso schon 23 Minuten geht, wird sie auch noch länger gehen. Ha! Denn ich will unbedingt noch mit Steinalt reden. Ich nenne die Folge dann die Biomutant XXL 30 Minuten Folge. Das wird cool. So, der große Plan. Oh, hier wartet noch unsere Hand auf uns, mit der wir schneller nach unten kommen. Oder warte, können wir... Ist bereits ein Epos. Wir können doch einfach so fliegen. Naja, egal. Wir gehen zum UFO. Holen uns erstmal nochmal eine Gratisstufe ab, mit der wir Agilität verbessern können, damit wir irgendwann diese Schusswaffe benutzen können. Und Steinalt wird uns jetzt erstmal nochmal irgendwas sagen. Ach, wir steigen gar keine Stufe auf, na toll. Zeigt, dass überall die Zeichen auf das Ende der Welt hindeuten. Die Natur scheint sich auf ihre Rache vorzubereiten.
Bumm. Die Stunde der Abrechnung naht und du bist eingeladen. Er spürt, dass dein Ende immer näher rückt. Ja, du, ja, Mauer. Wenn du dich noch nicht entschieden hast, wer von allen Gleichgesinnten mit Licht im Herzen einen Platz auf der Arche verdient, solltest du es jetzt tun. Oloi, Robo Powek. Dann ergreife deine letzte Chance, Lupalupin ein für allemal aufzuhalten. Der Baum hat seine Rechnung beglichen, aber deine ist noch offen. Er sagt, du musst Lupalupin ein letztes Mal persönlich gegenübertreten. Er hilft immer gerne. Ich will dich nicht länger aufhalten. Verabschiedet sich von dir. Gut. Wir sollen bei Lupalupins Lager das große Finale austragen. Komisch nur, dass wir Lupalupin schon besiegt haben. Wir haben ihn doch schon längst irgendwie besiegt. Dann wurde er von so einer komischen Wurzel eingeschlossen. Und jetzt sagt Steinhardt uns einfach mal, okay, komm, besieg ihn. Obwohl wir es ja schon gemacht haben. Das finde ich jetzt wirklich sehr komisch. Aber naja, was sollen wir machen, ne? Ich fühle mich nicht bereit dazu, aber ich werde da hingehen. Und wenn wir Glück haben, ist das das Ende von Biomutant, ne? Das ist das Ende von Biomutant. Das werde ich dann beim nächsten Mal machen, ne? Am besten schon, ja. Ja, ich gehe schon mal in die Nähe davon, aber kämpfen werde ich noch nicht. Unsere Hand könnten wir dabei ja auch mal ausprobieren, ne? Ich will auch endlich mal wissen, wie viel Schaden die macht. Gut, so schnell ist sie jetzt nicht, aber... Ist auch irgendwie cool, dass wir jetzt alle Weltenfresser besiegt haben und hier hinten waren wir noch nicht mal. Und spielen das Spiel jetzt aber durch. Das ist verrückt. Was ist das denn? Zack, zack, zack. Aber am besten ist immer noch Boom, Boom. Da hinten ist es. Lupalupins Lager. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.